So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir diesen Dolmen abgeschlossen, haben dann noch eins der Verliese namens Eisige Grotte bewältigen können. Zwar war es auch nicht ganz so schwer. Und haben die Messerfallhöhle vor den Sturmfäusten gerettet. Und jetzt müssen wir noch einen Kurier abfangen, weil wir haben nämlich ein mysteriöses Erz entdeckt. Und die Magistra Osana hat anscheinend irgendetwas mitbekommen und wir müssen natürlich jetzt diesen Brief abfangen, damit der liebe Fitgor nicht auf die doofe Idee kommt, dann noch weitere Truppen hinzuschicken, nur wegen diesem wundervollen Erz, weil anscheinend hat das magische Eigenschaften und wir wollen ihn ja nicht drauf stoßen, dass es hier noch irgendwas für ihn zu holen gibt. Und dann müssen wir noch, oh Gott, hoch, nochmal zur Feste Amol, um nämlich das magische Erz zu einer Alchemistin zu bringen. Fürst Fildgor, wir haben uns wie befohlen im Messerfall niedergelassen. Wir müssen nur noch diese faulen Bergarbeiter dazu bringen, etwas mehr Erz zu fordern. Oder fördern? Fördern. Müssen wohl noch ein paar Exempel statuieren, um sie zu motivieren. Die Taktik mit den wechselnden Geißeln ist gut geeignet, sie mit minimalem Blutvergießen unter Kontrolle zu halten. Aber sie lässt sie nicht zwingend effektiver arbeiten. Ich kann nicht mal lesen. Wir haben ein ungewöhnliches Stück Erz gefunden. Vielleicht könnt ihr hier jemanden vorbeischicken, der sich das mal ansehen kann. Es hat ein paar seltsame Eigenschaften, die möglicherweise magische Natur sein könnten. Könnte sich als nützlich erweisen oder als wertvoll. Aber das ist nicht mein Studiengebiet. Schickt mir jemanden, der sich besser mit Alchemie oder Metallen auskennt. Tja, ein Glück war mir jetzt da. Ihr habt die Botin gefunden. Trug sie Osanes Brief bei sich? Ich habe gar keine Botin gefunden. Ich habe die einfach alle niedergemerzt. Was habt ihr gefunden, als ihr die Botin ausgeschaltet habt? Ich habe einen an Fildgor gerichteten Brief gefunden. Ich nehme ihn und verbrenne ihn. Wir hatten für dieses Leben schon genug Ärger mit Fildgor und seinen Anhängern. Vielen Dank, dass ihr das hier abgefangen habt. Ich hoffe, dass sich die Lage jetzt beruhigt. Ich glaube, wir kommen schon klar. Vielleicht werden wir jetzt etwas aufmerksamer Wache halten. Wir wollen nicht noch einmal auf dem falschen Fuß erwischt werden. Danke für all eure Hilfe. Kein Problem. Oh, und ein Stufenaufstieg. Dass dieser Brief vernichtet wird. Meine Güte. Was mache ich denn da jetzt? Mein General. Oh, oh, oh. Das nehme ich. Das ist meins. Ach ja, ich habe ja noch einen Fertigkeitspunkt. Uno momento. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Vielleicht zwei Waffen. Ja, die Waffenkraft eurer Nebenhand. Machen wir das einfach mal. 3% ist relativ viel. Kann ja nicht schaden, das jetzt ausgerüstet zu haben, beziehungsweise aktiviert zu haben. Da freuen wir uns einfach mal alle ganz doll für mich. Dankeschön. Und jetzt gehen wir zur Aletto. Mal schauen, was sie jetzt da zu sagen hat. Beziehungsweise, ob sie überhaupt herausfinden kann, welche magischen Eigenschaften das Erz hat. So, wo ist die gute Frau hier? Ja, was wollt ihr? Jemand aus Messerfall hat mich geschickt. Sie haben dort etwas Ungewöhnliches ausgegraben. Etwas Ungewöhnliches? Wie ungewöhnlich? Ist es Stein? Metall? Kristall? Die Spannung bringt mich um. Eigentlich nicht. Die Spannung ist eher gering und ich bin schon jetzt gelangweilt. Die Leute wollen immerzu, dass ich mir dieses ansehe oder jenes untersuche. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Es ist ein mysteriöses, leuchtendes Metall. Es zieht Trolle an. Es leuchtet? Ja. Und zieht Trolle an? Ja. Nun, dann lasst mich mal einen Blick darauf werfen. Das könnte vielleicht interessanter werden, als ich anfänglich dachte. Wisst ihr, was das ist? Drängt mich nicht! Was noch besser wäre, macht euch nützlich.
Bringt mir die Valar-Steintinktur von da drüben. Und seid vorsichtig damit. Sie ist selten und ziemlich instabil. Okay. Ups. Was ist denn jetzt passiert? Alchemie. Sie ist nichts für schwache Herzen. Hier ist die Valar-Steintinktur, um die ihr gebeten habt. Ich sagte euch doch, dass sie instabil ist. Ich bin sicher, dass das Gefühl in eure Finger zurückkehren wird. Wahrscheinlich. Ich brauche noch eine Sache. Owuls Studien der metallurgischen Anomalien. Ich habe es am Fluss gelesen, als ich mich ein wenig gesonnt habe. Ich glaube, ich habe es da draußen liegen gelassen. Ihr braucht ein Buch. Wie lange wird das dauern? Analysen brauchen eben ihre Zeit. Man muss sich an einen ordentlichen Ablauf halten. Und eine sorgfältige Untersuchung darf nie überstürzt erfolgen. Und manchmal führe ich auch zufällige Experimente durch, um zu sehen, was passiert. Und jetzt sputet euch. Ich muss in Owuls Notizen nachschlagen. Ich glaube, er hat dieses Erz erwähnt. Aha, gut, dann werde ich mal euer Buch beschaffen. Ach ja. Was tut man nicht alles? Was hat denn, wie sieht der denn aus? Ob Nario, die gibt es ja jetzt hier nicht mehr, ne? Die ist ja weitergezogen. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Ach, das ist das. Okay. Wenn ihr es noch einmal versuchen wollt, müsst ihr es nur sagen. Okay, die Leute behaupten viele Dinge von sich. Die einen sind angeblich die besten Glücksspieler, die anderen die besten Liebhaber. Ich bin der beste Jäger, dem ihr je begegnet werdet. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ich habe noch nie einen Jagdwettstreit verloren. Keinen einzigen. Ja, und ich sage, ihr seid noch nie gegen mich angetreten. Selbstbewusst und prahlerisch. Das gefällt mir. Nun, dann schlagt doch meinen Rekord. Selbst der beste Jäger von Ostmarsch da drüben konnte nicht mehr Kaninchen in einer Minute fangen. Aber ich mache es euch leicht. Ein Kaninchen entkommt mir immer wieder. Schnappt es und ihr habt gewonnen. Einige Kaninchen binnen einer Minute oder ein bestimmtes Kaninchen und ich habe gewonnen? Das sind die Regeln. Dieses eine Kaninchen, es ist schnell. Ich nenne es Goldpfote. Wenn ihr es erwischt, habt ihr gewonnen. Nehmt den Bogen da am Ufer und lasst mich wissen, sobald es losgehen kann. Wir sind im Geschäft. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Vorila wird mitzählen. Irgendwelche Tipps, wie ich Goldpfote erwische? Wenn ich wüsste, wie man dieses verdammte Kaninchen erwischt, meint ihr dann nicht, dass ich es mir schon längst selbst geschnappt hätte. Könnt ihr auch einfach nur doof sein. Ihr müsst doch zumindest irgendeine Ahnung haben. Es ist einfach zu schnell. Man kann es nicht richtig aufs Korn nehmen. Vorila hat es einmal fast erwischt. Aber das war keine Absicht, sondern lag vielmehr an ihren explodierenden Pfeilen. Sie hat auf etwas ganz anderes geschossen und Goldpfote um ein Haar mit der Explosion erwischt. Aha, dann wo sind die gute Frau? Ach nee, ich muss glaube ich den Bogen nehmen. Dieser feuchte Bogen liegt wohl schon eine Weile neben dem Fluss. Die Bogen sind jetzt zu straff gespannt und der Schaft scheint leicht verbogen. Ach, der Schaft. Aber er muss wohl reichen, wenn ihr Wettbewerb teilnehmen wollt. Sprecht mit mir. Natürlich könntet ihr normale, nicht magische, absolut reguläre Pfeile benutzen. Oder ihr könntet aufregende Pfeile benutzen. Feurige Pfeile. Pfeile, die richtig Bums machen. Und wer bekomme ich solche Pfeile? Von mir. Meine explodierenden Pfeile können mit einem Schuss mehrere Kaninchen ausschalten. Äußerst effektiv. Aber sie werden euch was kosten. Sichere Hand ist sehr von sich eingenommen. Es wird ihn nicht stören. Er ermutigt seine Herausforderer doch dazu, jeden nur erdenklichen Vorteil zu nutzen, um ihn zu schlagen. Sie kosten mich etwas. Wollt ihr denn nicht, dass ich diese Echse schlage? Wenn ihr es so sagt, warum nicht? Bitte sehr. Gut, haben die jetzt ausgerüstet eigentlich, oder muss ich das? Achso. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid,
Gorilla wird mitzählen. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich anfange? Nur Treffer mit dem Jagdbogen zählen. Wenn ihr etwas mit anderen Waffen erlegt, zählt das nicht. Ihr habt genau eine Minute. Erwischt genügend Kaninchen oder Goldpfote, dann gewinnt ihr. Das klingt nicht allzu schwer, ich bin bereit. Eure Zeit beginnt. Jetzt. Okay, da wollen wir jetzt einmal... Da. Ich hab den doch schon längst getroffen. Ja, aber ich wollte doch hier... Oh, tut mir leid. Hä? Ich hab das doch mehrmals getroffen. Na. Ja, so, warte mal, wir machen eine... Ich möchte nochmal versuchen. Was sind denn die? Ich möchte gerne den Bogen haben. Ja, ich bin bereit. Gut, dann machen wir es halt nochmal. Ganze Zeit diese Kaninchen. Tun natürlich die Kaninchen leid. So, 8, wollen wir noch 1? So. Ach ja, die armen Kaninchen. Huch. Hallo. Ich, wie ihr. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich geschlagen habt. Ich bin halt besser als ihr. Mich hat noch niemand geschlagen. Bezahlt, ich habe euren Rekord geschlagen. Gut, ihr gewinnt. Aber... sobald ihr Ostmarsch verlasst, bin ich hier der beste Jäger. Wieder einmal. Wie fühlt es sich an zu verlieren, Hexe? Loser, ich bin trotzdem ein besserer Jäger als ihr. Naja. Rang 7 bei Bogen erreichen. Immerhin hat sich das doch ein bisschen gelohnt. Muss ich nochmal kurz gucken, weil jetzt muss ich mich wieder neu eindecken. Habe ich mich wieder eingedeckt mit meiner ursprünglichen Schlagkraft. Ja, Katze, alles gut. Kein Grund, mich so anzufauchen. Wo habt ihr gesteckt? Na, ich musste noch einen Jäger in seine Schranken weisen. Ich habe das Buch gefunden, das ihr draußen liegen gelassen habt. Etwas hat eine Ecke angenagt. Nun ja, die Uneingeweihten hungern immer nach Wissen. Wollen wir mal sehen, was Ovult über dieses Metall zu sagen hat. Es ist nicht ungefährlich, euch zu helfen. Unfug. Sorgfältiges Beachten aller Details und kluges Vorausplanen führen immer zu stabilen, sicheren Experimenten. Aha. Nun wollen wir dieses mysteriöse Erz einmal testen. Interessant. Sehr interessant. Ich habe da mal etwas gelesen. Mhm. Ein Verweis auf Eileen. Lasst mich noch eine Prise reinstes Frostsalz hinzugeben. Mal sehen, was dann passiert. Ja, mal sehen, was dann passiert. Genau das passiert dann. Was war da gerade?
Gegend. Geht es euch gut? Kaum ein Kratzer. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich von diesem Erz halten soll. Aber dieser zurückgebliebene Staub könnte nützlich sein. Ich werde hoch zur Mine gehen und mit Jomund sprechen. Ich brauche mehr Proben. Dieser Staub könnte wertvoll sein, auch wenn ich noch nicht verstehe, was er überhaupt ist. Ach, sehr schön. Da haben wir auch der Alchemistin geholfen. Hier ist wieder eine Lebensaufgabe. Und jetzt müssen wir kurz schauen. Okay, nach Vitrestadt müssen wir. Das ist näher gelegen. Zu den Ternion München. Und ich muss sagen, ich muss mal gucken, beziehungsweise mal nachlesen, wie ich so eine richtig coole Champions-Ausrüstung bekomme. Wie man jetzt bei der Charakterstellung gesehen hat, beziehungsweise wie halt die Wachen von Prinz Irmsgar aussahen. Das finde ich halt total cool, weil ich sehe ja aus wie der letzte Depp mit meiner Ausrüstung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich ja schon auch vorher schon mal mit diesen Schmiedesachenzeug beschäftigt, beziehungsweise habe da auch irgendwas was geschmiedet, wo ich eine relativ gute Schmiedestufe hatte. Und ich hatte aber immer das Problem, dass halt die Attribute immer schlechter waren, als was ich, sage ich mal, hier immer gefunden habe. Und dann wollte ich immer mit meinen Glyphen meine Ausrüstung halt hochleveln. Aber es hat auch nie irgendwie funktioniert. Also ich konnte das nie auswählen, dass ich die Glyphen auf meine selbst gespiegelten Ausrüstungsgegenstände anwenden kann. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Ich habe zwar dann immer meine Schmiedeausrüstung aufgewertet, aber das waren dann auch nur ein paar hundert Attributspunkte mehr. Und das war für mich dann so frustrierend, dass ich es dann irgendwann gelassen habe und dann lieber aussehe wie der letzte Depp, aber habe halt relativ gute Attributspunkte. Ach ja, na, man tut, was man kann. Und ich muss dann mal schauen, ob ich noch was analysieren kann. Ich habe ja oben gesehen, dass schon irgendwas fertig geworden ist. Sieht auch sehr komisch aus. Die Geister sagten mir, dass ihr in der Nähe seid. Ich habe mit den Ternion-Mönchen gesprochen. Sie haben den König und den Prinzen eingelassen, nicht jedoch mich. Ich habe die Gemeinde verlassen. Das vergessen sie nicht. Aber sie werden dem König helfen. Und was nun? Der Traumwandler ist bereits drinnen. Lasst die Mönche wissen, dass ihr die Ritualkomponenten bringt. Ich muss los. Fildgor ist auf der Flucht und wir holen rasch zu ihm auf. Jetzt geht auf der Flucht und rettet den König, damit er uns zum Sieg führen kann. Außenseiter sind hier nicht. Außenseiterin, lasst uns bitte einfach in Ruhe. Die Ternion-Mönche wollen sich am Krieg dieses Landes nicht beteiligen. Jochung, des Geidenkönig, wurde hergebracht. Ich muss ihn sehen. Euer König ist in einen tiefen, ewigen Schlaf gefallen. Ihr könnt ihm nicht helfen. Sein Schicksal hängt jetzt von der Gunst der drei alten Götter ab. Wollt ihr damit sagen, König Jochung ist tot? Nicht tot. Zumindest noch nicht. Aber seine Seele kämpft, während sich seine Träume in Gift verwandeln. Sie zerren an ihm und ziehen ihn tiefer in die Dunkelheit hinab. Einer, der sich der Traumwandler nennt, behauptet, er könnte in seinen Albtraum eintauchen. Mit unserer Magie, so sagt er, kann euer König gerettet werden. Ich muss den Traumwandler sehen. Sprecht mit Yatva in der Höhle, aber macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Wenn die drei alten Götter eure Hilfe brauchen, dann ist das eine Sache zwischen euch, ihnen und den Ternion-Ältesten. Warum haben die Ternionen angeboten, dem Skaldenkönig zu helfen? Unsere Religion ist uralt, aber sie hat nur wenige Anhänger. Die meisten Nord schimpfen uns einen Kult oder Schlimmeres. Indem wir eurem König helfen, können wir vielleicht allen zeigen, wofür unser Glaube wirklich steht. Könnt ihr mir sagen, wo ich hier bin? Dies ist unser Zuhause, Fremdling. Wir Ternion haben gerne unsere Ruhe, also verschweigen wir für gewöhnlich, wo wir leben. Ich hoffe, ihr könnt das respektieren. Warum versteckt euer Clan sich? Wir verehren die alten Götter. Götter, die von den meisten der Nord nicht mehr anerkannt werden. Sie schimpfen uns Eiferer und Fanatiker.
Anbeter falscher Götter. Also die trauen sich ja was. Ihr versteht sicher, warum wir nicht in Windhelm leben. Ja gut, in Windhelm müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt leben, sondern ja, vielleicht ein bisschen außerhalb von Windhelm, aber nicht in so einer komischen, hintergelegenen Höhle. So. Mal kurz gucken, haben wir hier irgendwo diesen einen Wegschrein? War hier nicht irgendwo was? Ihr seid gekommen, um den schlummernden König zu unterstützen? Als ich ihn das letzte Mal sah, war seine Haut blass und sein Atem ging flach. Seine Lebenskraft fließt langsam aus ihm heraus. Jetzt bräuchte man ein Wunder oder einen Gefallen von den drei alten Göttern, um ihn zu retten. Ich kann König Jorun retten. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich kann ihn retten. Ach doch, nee, ich habe ja das Vampirblut. Stimmt. Ich kann ihn zum Teil retten. Wenn er nicht gerade irrwitzige Fragen stellt, erhebt der Traumwandler den gleichen Anspruch. So viele Fragen. Er glaubt wirklich, dass wir uns in Käfer und Fliegen verwandeln. Da das Leben eures Königs in der Schwebe hängt, hoffe ich sehr, dass ihr euer Vertrauen nicht in die falsche Waagschale gelegt habt. Ich vertraue ihm. Er hat das Leben vieler seiner Leute gerettet. Ja gut, ich bin zwar Zeuge geworden, wo es nicht ganz so funktioniert hat, aber ich bin mir sicher, er hat schon sehr viele Leben seiner Leute gerettet. Wenn ihr das sagt, bevor euer Freund in den ewigen Schlaf eintauchen kann, müssen wir die Lebenskraft des Königs stärken. Wir müssen ihn lange genug von der Schwelle des Todes zurückholen, damit der Traumwandler in seinen Schlaf hineinschlüpfen kann. Ansonsten wird die Reise sie beide töten. Ich habe das Blut eines Vampires gesammelt. Grässliche Kreaturen. Aber ihr Blut hat seinen Nutzen. Ich werde das Tor zu einem unserer Ritualplätze öffnen. Bitte stört die Mönche nicht, die dort beten. Euer König schläft auf der mittleren Plattform, wo unser Hohepriester ihn pflegt. So, aber ich würde mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge uns um unseren König kümmern werden und ihn hoffentlich aus seinem ewigen, tiefen Schlaf herausholen können, weil Ostmarsch braucht in dieser schwierigen Zeit einen König und vor allen Dingen einen König, der jetzt nicht machtbegierig ist wie Fildgor Orktane. Außerdem benötigen wir solch einen König, damit wir den Pakt, ja, eher aneinander schweißen können, anstatt ihn auseinanderzuziehen, wie das ja jetzt doch immer wieder gerne der Fall gewesen ist, dass es da einige Unstimmigkeiten zwischen den drei, vier Völkern gegeben hat. Nein, drei Völker, genau. Und ja, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden, wenn wir dann dem Traumwandler, denke ich mal, dabei unterstützen werden, König Jorun wieder aus seinem Schlaf zu holen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.